Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo und vor allem zu fantastischen Neuigkeiten, denn du hast die Möglichkeit, diese Woche eine einzigartige PlayStation 5 zu gewinnen und zusätzlich mich persönlich zu treffen. Wie genau das Ganze funktioniert, erkläre ich dir gleich in wenigen Worten, aber zunächst einmal muss ich das ganze Thema von Anfang an aufrollen und dazu machen wir eine kleine Zeitreise ins letzte Jahr, genau gesagt auf die Gamescom 2022. Dort hatte Porsche gemeinsam mit Gran Turismo 7 einen eigenen Stand, wo man selbstverständlich auch ein bisschen Gran Turismo zocken konnte. Aber das eigentliche Highlight stand auf dieser Bühne, denn sie hatten ein Real-Life-Replika ihres Porsche Vision GT dort ausgestellt. Und das war noch nicht alles. Der begnadete Künstler Vex hat über die ganzen Messetage verteilt ein sogenanntes Art-Car-Design auf diesen Vision GT gepinselt. Das schlussendlich entstandene Meisterwerk, und ich glaube, man kann das so nennen, hat es dann natürlich auch in digitaler Form ins Spiel geschafft. Das seht ihr auch im Hintergrund da so ein bisschen rumfahren. Aber das war noch nicht alles. Das entstandene Art-Car, also das real-life existierende Fahrzeug, hat dann eine kleine Welttour gestartet. Und diese Tour findet jetzt diese Woche im Stuttgarter Porsche Brand Store sein Ende. Da wird das ganze Fahrzeug nochmals ausgestellt, kann man sich nochmals anschauen. Und natürlich lässt sich Vex das nicht nehmen, auch nochmal mit dabei zu sein. Und er wird am Freitag in dieser Woche eine PlayStation 5 ebenfalls live designen, so wie er damals das mit dem gesamten Auto gemacht hat. Und du hast es jetzt auch schon richtig verstanden, genau diese PlayStation 5 kann man dann dort vor Ort gewinnen. Und dazu komme jetzt ich ins Spiel, denn es gibt eine kleine Hotlap-Challenge in Gran Turismo 7 dort vor Ort. Und ich würde sagen, wir werfen einfach mal ganz kurz den Blick auf die Event-Homepage. Da steht das Ganze einfach auch nochmal so ein bisschen. Und ja, das Besondere ist schon mal, es steht ganz fett im Titel, man zockt das Ganze, diese Hotlap-Challenge, auf einem 146-Zoll-Monitor. Also ich stelle mir das schon echt bombastisch vor. Und klar, natürlich wird man dort eben den Porsche Vision GT fahren. Und so wie du das jetzt in den Gameplays gerade schon im Hintergrund gesehen hast, sind wir auf der Rennstrecke Trial Mountain unterwegs. Im Prinzip kann man jetzt über die Tage von Mittwoch bis einschließlich Samstag ein Timeslot buchen. Dazu gehen wir vielleicht einfach mal auf einen der Tagesseiten, zum Beispiel dem ersten Tag. Und da kann man dann auf Ticket buchen gehen und dann siehst du die einzelnen Timeslots. 15 Minuten sind die jeweils lang, denn genau 15 Minuten hast du immer Zeit, eine Zeit zu setzen. Und wer halt am Ende der Woche die schnellste Zeit gesetzt hat, der gewinnt diese wirklich einzigartige PlayStation 5. Und ich bin mit dabei, um dir gegebenenfalls ein bisschen Tipps zu geben, falls du sie brauchst, oder einfach so, um ein bisschen zu plaudern. Das ist natürlich auch möglich, auch abhängig oder unabhängig von diesen Timeslots natürlich. Und da würde ich mich natürlich riesig drauf freuen, wenn einige von euch da natürlich mit vorbeischauen, wenn ihr da wirklich einige Timeslots bucht. Und natürlich, was natürlich auch der Hammer wäre, wenn einer hier aus der Community dann eben genau diese PlayStation 5 abräumt. Ganz wichtig der Hinweis nochmal an der Stelle, es gibt Teilnahmebedingungen, man muss 18 sein, aber lest euch das gerne auch nochmal insgesamt durch. Und auch für diejenigen, die vielleicht zu Hause schon ein bisschen üben wollen, ja, da vielleicht schon mal so ein Insider-Tipp. Wir werden das Fahrzeug nicht komplett Stock fahren, sondern wir werden auf weiche Rennreifen gehen und wir werden die Leistung ein bisschen begrenzen, weil das Ding mit über 1100 PS ist doch ein bisschen mächtig. Wir reduzieren das auf ca. 800 PS, also im Prinzip von 100% auf 70% zurück. Und ja, da kannst du natürlich schon mal so ein bisschen deine Runden reindrehen. Des Weiteren wird es aber auch eine Besonderheit, falls du nicht nach Stuttgart kommen kannst, etwas für dich geben, was du sehen kannst, denn ich werde diesen Mittwochabend ab 8 Uhr aus dem Porsche Brand Store live streamen. Gran Turismo 7 selbstverständlich und da werden wir bestimmt in der ersten Hälfte des Streams eben auch diese Hotlap-Challenge einfach mal gemeinsam versuchen und wenn sich genug finden und genug Leute Lust haben, könnt ihr auch jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf habt, können wir gerne auch eine Online-Lobby oder sowas dann aufmachen und gegeneinander so verschiedene Porsche-Modelle antreten lassen oder sowas. Würde ich mich auf jeden Fall darauf freuen, wenn ihr natürlich, wie gesagt, so einen Timeslot buchen könnt, wenn ihr vorbeischaut in Stuttgart, wenn ihr vielleicht sogar aus Stuttgart oder Umgebung seid, wäre das natürlich geil. Ich verstehe natürlich, unter der Woche ist immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht am Samstag, da hat man ja auch nochmal die ganze Zeit, vielleicht dann Zeit. Und ansonsten für diejenigen, für die die Anreise zu weit ist, würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr dann beim Livestream mit dabei seid. Apropos Livestream, das Livestream-Event werde ich morgen hier auf dem Kanal dann schon mal einrichten, da seht ihr das auch dann schon mal rechtzeitig. Und ansonsten, ja, wenn es Fragen gibt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr in irgendeiner Form mit dabei seid. Ich habe richtig Bock auf jeden Fall auf diese Woche und ja, das soll es gewesen sein. Macht's gut. Ciao.